wir müssen jetzt nicht alles schwarz malen. Jetzt der zweite Spieltag. Klar stehen wir mit 0 Punkten da aus 2 Spielen. Das ist natürlich, haben wir uns natürlich anders vorgestellt. Aber jetzt sind wir erstmal, das ganze Team ist jetzt zusammen und die neuen Spieler sind alle da und wir müssen jetzt kontinuierlich zusammenfinden und dann werden wir auch in unseren Rhythmus wieder kommen. Man hat ja gestern schon gesehen, erste Halbzeit haben wir den Gegner beherrscht. Wir haben ein gutes Spiel gemacht in der Halbzeit. Dann zweite Halbzeit, die ersten 10 Minuten auch wieder gut reinkommen. Ja, durch das Gegentor sind wir wieder ein bisschen zurückgeworfen worden. Dann haben wir ein Stück weniger gemacht und dann haben wir das zweite Gegentor noch bekommen. Und dann war es natürlich schwer zurückzukommen für uns. Ja, wir haben Teamsitzung, wollen die Spieler analysieren und wollen uns zusammenfinden. Und ja, ist wichtig, um damit wir alle aus dieser Situation gemeinsam stark rauskommen. Die Fans sind unzufrieden, nach 3 Pflichtspielen Niederlagen jetzt im Pokal erste Runde raus und ja, kann man die Fans natürlich auch verstehen. Es sind nicht alle Fans, die pfeifen, aber natürlich, das gehört in der Situation dazu und ja, beim nächsten Spiel werden sie wieder voll hinter uns stehen.